Willkommen bei Gartenbob. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum knie ich hier und sehe hier ein Holz zu? Das ist ganz einfach. Ich will mir heute ein Gundermannbeet anlegen. Ja, der hat sich hier alleine entwickelt. Der wächst Gundermann auch im Garten. Aber im Rahmen der Permakultur, der wächst ja immer wieder von alleine, braucht man sich gar nicht drum kümmern. Aber ich dachte, sperrst du mal ein bisschen ein. Man kann die Pflanzen nicht einsperren, das kann man mit keiner. Aber so, dann weiß ich, dass das Gundermannbeet, der ist ja fast ganzjährig zu ernten. Das ist eine Heil- und Gewürzpflanze. Aber das soll jetzt kein Vortrag mal werden über Heil- und Gewürzpflanzen. Sondern wie mache ich das ganz einfach? Wir haben hier so ein Holz aus alten Stämmen, das Rosenbeet eingerahmt. Und warum soll ich jetzt hier bloß ein durchgehacktes Beet haben? Es wird doch langweilig, nur die Rosen. Außerdem, Rosen wachsen nicht gerne alleine. Und wer schon mal in England war, in so einem Park, da sieht man das. Da wächst alles Mögliche noch. Auch Sträucher im Hintergrund, die wachsen also da nie alleine. So, habe ich das da hinten, hatte ich schon mal abgesehen. Jetzt habe ich gerade die Seite geschnitten. So, das habe ich so ungefähr angepasst. Wer nicht das, ich kann das jetzt im Kopf, ich lege das hier hin, mache bloß einen Schnitt. Und wer das nicht weiß, der kann ja hier auch einen Bleistiftstrich machen. So, jetzt habe ich hier schon mein kleines Gundermannbeet. Ich arbeite sehr viel mit den Gundermann, so als die Gewürzpflanze. Man kann die auch zur Heilung einsetzen, aber davon braucht man nicht so viel. Außerdem wächst er hier sowieso in unserem Garten, im naturnahen Garten sowieso auch noch an anderen Stellen. Aber dann weiß ich jetzt hundertprozentig, hier ist mein Gundermannbeet. So, jetzt soll der hier wegrollen. Also was mache ich? Ich hebe einfach hier, steche das hier jetzt bloß ab und bülle das dann, bleibt stehen, so weit nur ein. Seht ihr, könnt ihr da jetzt schon wieder neu irgendwo hinpflanzen. Hier Wurzeln sind genügend dran und ihr seht auch mal, wie sich die Ausläufer bilden. Also der wächst jetzt hin, der kriecht ja vom Boden und bildet dann da, wo er lang wächst, wieder kleine neue Wurzeln. Davon brauchen wir jetzt keine Großfläche, also so viel von dem Gundermann, dass man da ein riesen Beet anlegen muss. Hier brauche ich jetzt noch keine Wasserwaage, ich richte mich bei der Höhe einfach bloß so, seht ihr, passt schon. So, Erde wird ein bisschen dran und dann kann auch nicht wegrollen, das reicht mir schon so. So, da wo ich was jetzt hier rausgezogen habe, das wächst hier alleine wieder zu, dann ziehe ich noch andere Beikräuter noch mal mit raus. Ja, hier haben wir auch eine Nesselart, die könnte man auch schon wieder essen, aber die kann ringsherum so wachsen. So, jetzt das 5-Fingerkraut muss ja nicht wachsen, das habe ich als Bodendecker schon an anderer Stelle massenhaft stehen. Da kann man eben auch die kleinen Wurzelknollen verwerten als Heilpflanzen, aber wir sind ja heute nicht bei der Kräuterkunde. So, ja, alles raus. Und hier seht ihr gleich das nächste, was ich frei ausgesammelt habe, das wären alles Ringelblumen. Und das, die haben sich ja hier überall alleine ausgesammelt, die Ringelblumen. Die könnte ich jetzt nicht überall verteilen, aber wenn ich mich hier so durchgucke, ist hier dann eh alles voll. Und das tut den Rosen nicht weh. Und da habe ich einmal die Rose stehen, dann habe ich den Gundermann stehen und die Ringelblumen, die können ja auch verwertet werden in der Küche. So, fertig ist es. So schnell ging das jetzt. Ja. Das längste, was gedauert hat, war, das Stückchen Holz im Lager zu holen, die Schippe einzuladen und meinen Eimer zu holen. Ja, und jetzt die kleine Mini-Kettensäge wieder sauber machen und dann wegrollen. Also so, wenn ich jetzt den Ausläufer hier hinlege, dann wächst das hier automatisch alles weiter. Ja, so einfach geht das. Und schon habe ich wieder eine Permakulturpflanze für sich alleine. Ach, hier haben wir schon Blüten dran, wenn ihr das mal seht, die sind so klein. Geschmacklich, das muss ich jeder ausprobieren in der Küche. Man kann die Bibetta roh essen. Das soll ja auch, wie sagt man immer, dieses Powerfood-Essen sein. Und hier bin ich also fertig, außer noch aufräumen. Jetzt gehen wir noch mal zum anderen Gundermannbeet. Was ich nicht angelegt habe, das ist alleine entstanden. Also alles, was hier blau blüht, ist Gundermann. Das ist auch ein Permakulturbeet. Hier wächst Minze. Was haben wir noch? Da hinten guckt schon Lungenkraut zu, eine Buntnessel, Löwenzahn. Und das war mal früher Anbaufläche
für Stangenbohnen und alles Mögliche, was klettert. Geht aber nicht mehr, weil ich hier einen Wein hingepflanzt habe. Ja, seht ihr ja, wie der hier schon hochwächst. Das heißt, dann ist ja hier Blattwerk an Blattwerk und dann wäre das so schattig, da wachsen wirklich bloß die Wildpflanzen, die auch draußen in der Natur im Schatten wachsen. Ja, so. Und apropos Wein, ich glaube, da haben wir auch schon mal ein Rezept drüber gemacht und auch einen Film. Die Blätter sind ja dann auch noch zu ernten, die Weinblätter. Wenn ich den Wein dann wieder mal auslichte, wenn die Trauben sich bilden, schon ist wieder was da zum Essen. Ja, was auch alleine wächst, ja. Der Wein wächst ja von alleine, außer dass man ab und zu mal schnippelt. So, das war's. Viel Spaß, ich sag mit der Permakultur. Bis zum nächsten Mal.